Faktastisch! Dieses Mal 11 Fakten über Männer. Bei Einsätzen von Feuerwehr, Polizei, Notärzten, Katastrophendiensten oder technischem Hilfswerk beträgt das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Opfern 98:2. Männliche Säuglinge schauen schon nach dem ersten Tag ihrer Geburt genauer und länger auf einen mechanischen Gegenstand als auf ein menschliches Gesicht. Schon einjährige Jungs zeigen eine höhere Aufmerksamkeit als Mädchen, wenn in einem Film ein Auto durch das Bild fährt. Männer mit viel Brusthaar, wirken weniger attraktiv auf Frauen, die die Pille nehmen. Viel Brusthaar wird vor allem für Frauen nach der Menopause wieder attraktiv. Extreme Eigenschaften bei Intelligenz, Persönlichkeit oder Körperbau sind bei Männern stärker vertreten als bei Frauen. Das heißt, unter den Männern gibt es mehr Individuen, die extrem schlau, aber auch extrem dämlich sind, also ein extrem hoher und ein extrem niedriger IQ, abweichend vom Durchschnitt. Dieser Hang zu positiven und negativen Extremen ist bei Geselligkeit, Fleiß, Neugierde und der Selbstverliebtheit zu finden. Männer begehen 74,3% aller Verbrechen in Deutschland. Väter und Söhne bilden in einigen Familien unbewusst Bündnisse gegen die Mutter, wenn es um eine stärkere Beteiligung bei der Haushaltsarbeit geht. Väter und Söhne sehen dann ihr männliches Selbstbewusstsein bedroht, wenn der Küchenabwasch naht. Attraktivere Männer bekommen vor Gericht kürzere Haft und geringere Geldstrafen. Während der Schulzeit bleiben 30-50% mehr Jungen sitzen als Mädchen. Doppelt so viele Jungen wie Mädchen landen in der Sonderschule. Wenn Nahrung im Überfluss vorhanden ist, bevorzugen Männer dünnere Frauen. Bei Nahrungsmangel sind fülligere Frauen attraktiver. Das hat aber nichts mit den Kilos auf den Rippen zu tun, sondern vielmehr mit der psychischen Stabilität, die hinter dem Gewicht vermutet wird. Wenn ein direkter Augenkontakt zwischen Frau und Mann bei einem Flirt 3 Sekunden und länger dauert, ist damit eigentlich abgemacht, dass der nächste Schritt getan werden kann. Allerdings sind Männer meistens nicht in der Lage, das erste Blicksignal einer Frau zu entschlüsseln, sodass es im Schnitt 3-mal wiederholt werden muss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über dein Kanal-Abo, deinen Daumen nach oben oder deinen Kommentar, falls dir das Video gefallen hat. Faktastisch, 1-mal pro Woche jetzt. Ich hoffe, dass es 2-mal pro Woche kommt. Das wird aber zeitlich ein bisschen schwierig, aber mindestens 1-mal pro Woche. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele weitere Videorunden mit euch. Also macht's gut, bis dann.